Heute mal wieder ein Post aus der Abteilung Kuriose Rechtsfälle. Ein Mann lässt an sich eine Penisverkleinerung vornehmen. Das geht allerdings schief. Er verliert seine Kohabitationsfähigkeit, seine Möglichkeit, sexuell aktiv damit zu sein. Selbstverständlich bekam er dafür vom Arzt Schmerzensgeld. Soweit noch nicht besonders kurios. Nun klagt aber auch seine Ehefrau auf Schmerzensgeld, dass sie auch geschädigt sei, weil sie mit ihm nunmehr keinen Sex mehr haben kann. Und was erhielt sie? Sie bekam vom Gericht nichts. In Ermangelung einer eigenen Rechtsgutverletzung kann sie nach dem Oberlandesgericht Hamm kein Schmerzensgeld vom Schädiger verlangen. Haltet ihr das für okay? Ich bin Dr. Frank Peter, Strafverteidiger und Fachanwalt für Strafrecht. Benötigen Sie auch in einem Strafverfahren rechtliche Beratung oder Vertretung? Kontaktieren Sie mich. Doc Peter, hier kriegen Sie Recht.